Portable Bloodback. Ach so, geht der Glitch hier noch, dass ich zweimal drücken kann? Nee, das geht leider nicht mehr. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Weil wenn man verwundet wurde gerade, dann kann man immer raufdrücken neu. Und da konnte man jedes zweite Mal gratis quasi Blut spenden. Das Bloodback-Kit sieht aber genauso aus wie das andere, wenn man HP dazu bekommt und geheilt wird. Kann ich immer nicht so auseinanderhalten, welches gerade ist. Aber gut, ist egal. Haufenweise Münzen haben wir. Los, gib mal mehr. Mehr Münzen! Mehr Münzen! Perfekt. Einen Fünfer soll er mal rausdrücken. Und dir! Ein Diamant! Kein mehr spielen. Oh, noch zwei. Perfekt. So, noch mehr Schlüssel. Gib mir den Schlüssel. Ah, verdammt. Dann kann ich dem Spieler noch was geben. Und jetzt bitte Buff. Ah. Ich habe so viel getrunken. Jetzt muss ich mich gerade entleeren. Tut mir leid, dass ihr es mit ansehen musstet. Zack. Die arme Fliege da in der Mitte. Lemon Party. Den behalte ich mal. Ich glaube, der Lemon Party macht auch Schaden. Oh, mehr Schlüssel. Dann kann ich den Butler, glaube ich, Zeug geben. Und wenn ich ihm was spende, dann kommt der Engelsraum. Ich hoffe es zumindest. Aber ich habe ja jetzt einen Teufelspakt eingegangen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob der Engelsraum überhaupt kommt. Das weiß nur der Spielemacher. Wenn ich jetzt haufenweise spende, würde ich logischerweise sagen, hey, da kommt was. Aber gut. Wie viel mache ich denn eigentlich? Oh, was ist das hier? Bitte im Buff! Ah, nein! Hell's down! Nein! Oh, voll der Ausschlag. Tut mir leid. Tut mir sorry. Boah, man hatte gerade schon 3 Herzen und dann sowas. Na gut. Kann ich leider nichts dagegen machen. Ich hätte natürlich nicht die Pille nehmen können, aber zumindest weiß ich jetzt, welche Pille Hell's Down macht. Das ist der einzigste Vorteil an der Sache. Los, wenn du nichts Gutes rausgibst, dann fliegst du jetzt in die Luft. Und zwar so. Haha. Er hat es nicht anders gewollt. Und noch mehr Geld. Und noch mehr Geld. Oh, und dir. Das finde ich gut. Und jetzt fliegst du leider in die Luft. Tut mir leid. Oh, Bomben. Yeah. Wo war jetzt der... Da unten war er. Perfekt. Gib ihm jetzt noch... Ach, guck mal, da unten ist noch ein Herz. Könnte ich ja nochmal aufsammeln. Beziehungsweise mir was opfern gehen. Juhu. Und zack. Aber wenigstens immer ein kleines Lichtlein, wenn es dunkel ist. So, dann geben wir mal ein paar Münzen. Perfekt, danke. Und du kriegst noch ein bisschen Schlüssel. Jetzt gibst du mir was. Eine Truhe. Ist was Gutes drin. Geld und Bombe. Tja, wenn er jetzt eine Bombe gibt, das ist ein Zeichen. Huch, eine Pupsbombe. Ach so, der Gegner ist weggepupst worden. Pup. Speeddown. Ich habe nur die Buff-Pillen, ey. Mit Magda sollte man... Es wäre wahrscheinlich ein guter Tipp, mit Magda keine Pillen zu sammeln. Habe ich mich natürlich gut dran gehalten. Ich gucke mal kurz, weil hier war ja der Shop. Ich habe 30 Münzen. War das Teil gut, was ich da kriege? Eine Pille nur. Pass auf, wie ein Debuff. Bad Gas, na Wahnsinn. Könnt ihr mir einen Schlüssel noch holen oder ein bisschen was spenden? Ich mache auch 20 hoch. Yay! Store Upgrade! Store Upgrade? Ich muss hier was spenden, damit mehr bessere Sachen kommen oder was? Ich pack mal gleich auf 30 hoch. Keine Ahnung warum, aber ich mach's mal. Guck mal, ob da noch ein Erfolg kommt. Nee, kommt nicht. Okay, dann einfach weiter. Dann musst du aber 999 spenden. Gucken, was dann passiert. Ach, und ich musste ja eigentlich 55 Pennies sammeln für Caden. Naja, habe ich leider wieder verplant. Das muss ich ja irgendwo nach oben. Gut. So, eigentlich müssten die aufhören zu schießen. Das bringt nichts, okay. Hätte ja sein können. Da oben können wir nicht rennen. Wahrscheinlich brauchen wir entweder weniger Herzen oder einfach das Blaue muss weg, glaube ich. Das blaue Seelenherz. Hier ist noch ein ganzes Herz, aber gut. Lemon Party zum Gegner. Gordy, ach, der geht eigentlich. Der ist ja so ein Standgegner. Pass auf, und Lemon Party. Ich krieg da dauerhaft Schaden. Juhu. Ja, der ging relativ schnell. Teufelsraum, HP Upgrade.
HP ab, finde ich gut. Zeig mal Teufelsraum. Wir haben eine fliegende Katze und dieses Sinn ab. Aber wir brauchen eigentlich nicht mehr. Fliegen tun wir ja dadurch auch nicht. Ach, guck mal hier. Nein! Oh, Glück gehabt. Hat nicht so eine Reichweite. Hier ist der Belzebub. Ach doch, diese Dinger an den Seiten waren die Ohren. Von diesem Symbol, was da zu sehen war. Ich hole mir jetzt nochmal dieses... Hier sind mal zwei Herzen, kann ich spenden. Ich merke es mir mal vor. Dann kann ich mir ein bisschen Money holen. Ich hätte gerne vier Herzen gehabt, okay. Okay, zweieinhalb. Haben wir hier noch irgendwo was? So einen Endgegner hätte ich gerne wieder. Guck mich mal um. Ach, hier waren wir noch gar nicht drin. Uah! Oh weh, oh weh. Aber geht ja eigentlich. Hier ist nichts. Haben wir da noch was drin, was cooles? Knogger, komm schon. Ja. Nein. Oh. Dragosso. Ja, ein Dragosso. Was ist denn das hier? Das war das, was ich letztes Mal aufsammeln wollte. Kann mich erinnern. Face up. Was war ein Face? Bestimmung. Schicksal. Sowas ist das. Die Bestimmung. Wir haben mehr davon. Ja, aber was bringt es mir? Face up. Ich könnte ja nachgucken jetzt, aber... Nee, erstmal nicht. So, jetzt renne ich mal kurz zurück. Ich entscheide mich nachher später, ob ich es kurz den Weg hier Speed up mache, also quasi vorspulen oder auch nicht, aber mal gucken. Nein, das war falsch gedrückt. Ich wollte das hier drücken. Okay, das ist gemein. Okay, geschafft. Und durch. Und durch. Jetzt haben wir da hinten noch zwei Herzen, dann muss ich meinen Yam-Yam-Hart wiederholen. Das war eine Lauferei, aber für die Münzen mache ich es doch gern. Herz. Perfekt. Da kriegen wir doch unsere Münzen zusammen wahrscheinlich. Ach ne, hier nicht. Dann muss ich ja in den linken Gang rein. Hm. Hier oben war doch irgend so ein doppelter Gang nach oben. Nee. War der im anderen? Konnte ich hier links auch hoch? Nee, konnte ich nicht. Okay. Egal. Da unten geht's nicht lang. Wo war denn der Weg nach unten? War der hier? Da war doch noch ein Herz. Herzlein, Herzilein. Oh, noch weiter. Herzi. Oh, dann Herzi. Juhu. Verdammt, ich immer mal mit meinen Bomben. Ich drücke immer nur die falschen Knöpfe. Ich bin die Tastatur gewohnt. Ich sag so, wie es ist. 24 Münzen. Naja, läuft doch. Schläuft. Könnt ihr jetzt auch noch mit einem Yam-Yam-Herd mir was... Hart mir was geben? Eigentlich? Ist es denn aufgeladen? Nee, ist es nicht. Egal, ich mach's trotzdem. Was soll's? Ich muss ja nur noch einen Raum schaffen, dann hätte ich ja wieder. So, wenigstens noch zwei Münzen. Vielleicht werden sie ja nützlich sein. Vielleicht auch nicht. Was wird man jetzt dann sehen? Feuer und durch. Feuer und durch. Juhu! Und weil die Karte jetzt aus ist, Amnesia. Wir vergessen den Weg und unsere Bestimmung. Und mit diesem komischen Ding, was wir da unten haben, lernen wir unsere Bestimmung wieder dazu. Ach, guck mal, dann nehmen wir die einfach. Hm, habe ich vergessen, dass hier drin sind. Egal. Nun renne ich nicht nochmal zurück. Ja! Hier ist ein Geschenk. Oh, Kacke ist da drin. Die lachen sie mir alle aus. Na toll. Dachte ich, die sind nett zu mir. Ach, hier, guck mal. Challenge-Raum. Ein Goldschlüssel. Komm, ich nimm's. Eine Karte drin. Chariot. Der ist gut. Nein, verdammt. Genial, alter Schwede. Oh, Mann. Renn er nicht weg. Der ist geile Brimstone. Hammerhart. Bin mal gespannt, was wir noch für Dinger kriegen. Weil die haben ja richtig viel hinzugefügt bei Rebirth. Ich kann auch nur die Sachen von denen schwärmen, die ich finde. Noch was? Oder? Nee, okay. Ich dachte, es kommt noch eine vierte Welle. Weil es war schon öfter so, dass vier Wellen kommen statt nur drei. Achso, den können wir nicht zerstören. Dann müssen wir erstmal alle anderen Gegner kaputt machen. Juhu! Ich hätte gerne Leiter! Da habe ich nur einen Schlüssel für einen Goldraum. Annie. Der Gegner heißt Annie, okay. Ich versuche mich mal auf einen zu konzentrieren, sonst wären es nämlich zu viele. So, die werden, glaube ich, noch einmal kleiner. Ach nee, das war schon, okay. Ist ja auch nicht schlecht. Ich war eigentlich der Auffassung, dass die noch kleiner werden können. Aber wenn nicht, dann ist ja auch nicht so wild. Umso schneller sind sie weg. Und eine Trollbombe. Ich gehe mal nicht so nah ran. Perfekt.
Was heißt Face-Up? Schicksal und Vorbestimmung halt heißt das ja. Aber was beeinflusst dies? Ja! Nicht auf mich! Ich bin doch unschuldig! Nein, nein, nein! Aua! Verdammt! Nein, 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 komm schon! Ach nö, jetzt renne ich da noch hin. Nutz mal hier eine Bombe. Bäm! Gib mir was Gutes raus. Was denn das? Eine Schärpe mit Herz? Challenge Up. Purple Heart, Challenge Up. Da muss ich jetzt so kurz nachgucken. Geht nicht anders. Ich bleib ja in der Aufnahme drin, von daher ist nicht so wild. Wie hieß es nochmal? Das hier heißt Rosary Beat. Rosary Beat, brauche nur den Namen eingeben, dann finde ich das schon. Also hier nochmal kurz zum Schauen. Rosary Beat, Face Up. Ja toll, auf der Seite, die ich habe, increases Face. Ich kann mal gucken, was Face genau ist. Face increased. Ach so, die Chance, einen Engelsraum zu finden oder ein Seelenherz. Ah, okay, ja. Das macht das und diese Schärpe hier, Purple Heart. Purple Heart, da haben wir's. Das macht die Chance auf einen Challenge-Raum. To be the boss room and cause more enemies, champions to spawn. Oh, nee. Mit dem Ding wird quasi der Challenge-Raum stärker und wir kriegen mehr Gegner, also mehr so starke Endgegner mäßig. Also ich nehme den quasi nicht mit. Ich nehme lieber hier Face Up für mehr Seelenherzen. Die fände ich dann schon etwas besser. So, weiter geht's. Weiter geht's im Kontext. Jetzt weiß ich zumindest, was die machen. Oh, der springt aber ganz schön weit. Der springt jetzt nicht mehr weit. Ich will das Herz haben! Ich brauche irgendwas zum Fliegen. Irgendwas zum Fliegen. Oh nein, 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 nein. Tja, wenn der nichts macht, dann macht er nichts. Was ist denn das? Das ist das Zeichen vom Skorpion. Ich erinnere mich ganz deutlich daran. Poison Tears, Scorpio. Ich sag ja Scorpio. Da steht Poison Tears. Ich habe eine giftige Träne, ja? Giftig! Giftige Träne! Gut, dann brauche ich ja nicht nachschauen, was das macht. Das kann ich mir ja zusammenreimen. Eine giftige Träne! Eine Bombe! Eigentlich mit dem Strahl, den ich habe, müsste ich auch alles weglasern. Steine wie Gegner. Gegner laser ich ja weg, aber Steine noch nicht. Money! Ich bin auf einem guten Weg zu Kane. Und Kane ist eigentlich ein guter Zeitgeselle. Zeitgenosse. Tja, tut mir leid, Pupi. Und er ist vergiftet. Genial. Die werden recht häufig vergiftet hier mit dem Brimstone. Scheint mir zu gefallen. Hier haben wir den Shop. Den besuche ich natürlich. Oh. Ich nehme was Seelenherz. Das ist die Bibel, glaube ich. Book of Revelations ist nämlich Violett Air. Ich nehme es mit. Damit können wir auch noch fliegen ab und zu. Da unten haben wir ein Herz. Das brauchen wir erstmal noch nicht. Zur Not können wir da fliegen. Und vor allem für Mom. Wenn wir mal Mom und das Moms Herz. Die Kämpfe sind ja doch relativ schwerer. Da kommen wir wenigstens schneller durch. Knogger, komm schon. Dragosso. Welcher ist denn welcher eigentlich? Knogger war der die Weiterentwicklung von Dragosso. Aber hier sieht man keine Unterschiede. Nein. Obwohl, so geht's. Haha. Ich mag den Brimstone. Ich muss zwar hoffenweise Leben dafür opfern, aber who cares? Da waren noch zwei Sachen. Die untersuche ich natürlich auch noch. Ich will wissen, was es hier so gibt. Und vielleicht finde ich ja noch eine Truhe mit irgendwelchen besonderen Nice-Scheiß drinne. So wie ich gerne sage. Nice-Scheiße. Ach, hier kann ich doch besser. Zack, mache ich zwei mit einmal. Und gut ist. Hier war der Opferraum, dann brauche ich nichts opfern. Ich will auch nichts opfern. Ich fühle mich eigentlich gut so. Mehr Challenge will ich nicht durch dieses Teil da unten. Zumindest jetzt noch nicht. Aua, ich renne direkt rein. Ey, die. Manche bewegen sich aber so unvorhersehbar. Das ist manchmal nicht schön. Eine Karte, komm, die hole ich mir. Ich habe zwar Chariot, aber vielleicht finde ich was Geiles. The Lovers. Ich krieg zwei Herzen. Für den Bossraum nehme ich den hier und danach hole ich mir das mit den Herzen zurück. So finde ich gut. Dann kann ich nämlich mir zwei Herzen spawnen lassen quasi.
Die Karte ist eine rosa, eine rote Karte auf der Karte. Eine rote Karte auf der Karte, Mann. Nein! Na toll. Ein Matchstick, ist es das? Ja. Dann jedes Mal glaube ich, wenn wir eine Münze sammeln, beziehungsweise, nee, wenn wir den Raum beenden, haben wir eine höhere Chance, eine Bombe zu bekommen. Das macht das Matchstick. Aber ich will Face-Up haben, finde ich besser. Nein, 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 nein. Obwohl, spawn einfach, fertig. Und wenn ich was brauche, renne ich wieder runter. Und vielleicht brauche ich meinen Endkampf mit Shario gar nicht, dann spare ich mir den. Ich weiß ja noch gar nicht, was mir das Gegner erwartet. Vielleicht reicht es ja aus mit Brimstone! Voll nicht nur, dass der Laser gerade ist, sondern diese Linien, die da rumfliegen, immer so. Die schlängeln sich um den Strahl rum. Die sind auch. Also, ich finde den ganzen Effekt nice. Wie ich schon sagte, wie bei Savant Ascent. Oder Ascent. Je nachdem, wie man es aussprechen möchte. The Gate. Guck mal da unten im Maul. Da sieht man schon so ein kleines Männchen drin. Ja! Oh. Na, du drin? Nein, nein, oh, 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 oh. Nein, er hat mich getroffen. Ja. Erwischt. Haha. Yay! Mach sie Geld kaputt. Was denn das? Alter, was war denn das jetzt? So hast du dich auch können. Das war's aber leider. Tut mir leid. Unser Leben. Alter, ich hab gar nicht drauf geachtet. Ich muss Leben aus Herzen holen. Tut mir leid. Und dort lag noch ein ganzes Herz. Ein ganzes. Hätte ich auch Chariot benutzen können eigentlich. Eigentlich ja. Und jetzt haben wir auch wieder die ganzen Münzen ausgegeben, aber... Oh, noch ein Herz. Ja. Wir können wieder voll aufrüsten. Das ist mega nice. Mega nice. Juhu. Hat sich da ausgezahlt. Wir haben alle Möglichkeiten ausgenutzt, die es hier gibt. Ausgekostet. Tja, Geheimraum. Ich vermute jetzt einfach mal, der Shop ist von den Räumen hier am wichtigsten. Deswegen gehe ich mal... Ah, geht da gar nicht. Dann will ich mal hier einen Versuch wagen. Oh, erster Versuch. Perfekt. Jemand selbst schießendes Feuer wollen wir nicht. Eine Bombe. Von den ganzen Puppen hier drin. Die ist kaputt. Die macht nichts. Okay, haben wir wenigstens zwei Bomben bekommen. Immerhin. Immerhin. Das könnte zum Beispiel der Supergeheimraum rechts unten sein, beim einzelnen Weg, neben dem Stern oder ganz oben. Aber ich heb mir die Bomben erstmals auf. Man weiß ja nicht, was noch so kommt. Und die Bibel, Mom, ich komme und ich habe eine Bibel bei mir. Ich habe Nachschlagwerk. Oh, da ist ja noch ein Herz in der Ecke, guck an. Gar nicht gesehen hinter dem Ding da. Brimstone! Der Run verspricht gut zu werden. Sag ich jetzt und nachher sterbe ich vor der Mom sogar noch. Das wäre der Hammer. Das ist die Ebene von Mom, glaube ich. Genau, Tiefen 2. Und dieses Flüstern hier. Wer redet da? Die kann ich nicht kaputt machen. Ich erinnere mich. Haha. Okay. Lieber keine großen Töne spucken. Ich weiß ja nicht, was noch alles passiert und so kommt. McPoopy. Oder was auch immer. Ich glaube, der pupst schon. Also McPoopy stimmt schon. Was habe ich hier? Das ist Ding hier im Bild. So. Ich glaube, das habt ihr nicht gesehen, weil das nicht abgescannt wird, aber ich hatte gerade von einem Virenprogramm das geöffnete Fenster durch eine Aktualisierung offen. Von einem bestimmten Virenprogramm. Muss ja auch mal gemacht werden, Aktualisierung. Ha. 15 Münzen. Könnte natürlich rüberfliegen, aber ich will mir aufheben. Haha. Los, schießt schon. Und komm zu deinem Ende. Zu Maggie. Achso, der müsste eigentlich gehen. Wenn ich alle mit einmal treffe. Okay, der hat mehr Lebenspunkte, als ich dachte. Aber ein halbes Herz kann ich gerne... Ja, ein Seelenherz. Ja. Ein halbes Herz kann ich schon opfern, kein Problem. Geheimraum? Wahnsinn.